Mein Wald auf meiner Modellbahn. Ganz toll. Meine. Nein, es geht darum, ich wurde mehrfach gebeten, mal ein bisschen was zu den Bäumen zu erzählen, die ich jetzt hier so gebaut habe auf meiner Modellbahn. Und das eignet sich natürlich jetzt hier auf diesem Kanal sehr, sehr gut dafür, weil das ist ein Video, was ich dann sehr gerne verlinken kann. Sonst kann ich dann sagen, schaut mal da rein, da habe ich die Bäume gebastelt, wie ich sie gerne haben möchte. Und es geht gerade um diese hier im Vordergrund, um diese, was sind das, Kiefern? Irgend sowas in der Art. Ja, inspirieren lassen habe ich mich da vom Wald, ist ja klar, wo die Bäume, wenn man das im Wald sieht, die haben ja lange Stämme, die sehen nicht so aus wie hier. Man hat nicht über Blätter, also Blätter sage ich schon, Nadeln von oben bis unten. Nee, das hier fällt mir nicht. Das sieht nicht schön aus, das möchte ich so nicht haben. Es sind schöne Bäume, ohne Frage. Ja, die habe ich also ganz günstig bekommen. Da habe ich sogar mit dem Verkäufer noch gehandelt, weil ich wirklich viele gekauft habe. Ich habe 500, 600 Bäume davon gekauft, keine Ahnung. Und habe natürlich dann mit dem Verkäufer ein bisschen verhandelt, dass ich die ein bisschen günstiger bekommen habe. Hat auch ganz gut funktioniert. War ich ganz froh drüber bei der Masse. Aber okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben diese langen Stämme immer im Wald. Und das wollte ich versuchen, hier ein bisschen nachzubilden. Also ich will keinen komischen Tannenbaum haben, der von oben bis unten wie so ein Weihnachtsbaum dasteht. Das sieht meines Erachtens nicht gut aus. Und es entspricht ja auch überhaupt nicht der Realität. Also habe ich die Bäume kurzerhand, ihr seht auch schon da oben die Spitze abgeknipst. Weil die sind ja meistens, wenn man im Wald guckt, oben nicht spitz. Ja, die sind da oben relativ flach drauf. Und habe dann entsprechend dem, was ich mir so vorgestellt habe, jeden Baum natürlich anders bearbeitet, indem ich das dann abgeschnitten habe. Habe die Äste ringsherum abgeschnitten. Fand das halt irgendwo passend, habe auch immer so ein kleines bisschen von dem Stamm stehen lassen. Ja, das heißt so, dass da immer so ein bisschen die Äste nach rauskommen. Man sieht jetzt hier, das ist wirklich viel, das ist aber nur ein Teil von dessen, was ich gemacht habe. Das war der letzte Schwung, den ich da getan habe. Und ja, hier mal so ein bisschen Übersicht über meine Bastel-Ecke, Nerd-Ecke, keine Ahnung. Und habe die Bäume dann, habe mir Farbe vorbereitet, habe mit der Farbe, habe ich mit Ocker gearbeitet, habe ich mit Olivgrün gearbeitet. Wir sehen es jetzt hier, das ist das Olivgrün. Das habe ich da satt reingegeben und habe zum Schluss auch noch die Ockerfarbe dazugegeben und habe es schlecht verrührt. Schlecht verrührt nicht, weil ich nicht in der Lage bin, das gut zu verrühren, sondern ich habe es schlecht verrührt, damit eben ein paar helle Ockerklümpchen drinne bleiben, um ein nicht so ein gleichmäßiges Bild zu haben. Hier ist die Ockerfarbe und habe auch mit anderen Marken rumexperimentiert und habe mit dieser hier die besten Erfahrungen gemacht. Das kommt da satt rein. Und was ich jetzt nicht zeige ist, es kommt auch noch ein guter Schuss Weißleim hinterher. Dieser Weißleim lässt jetzt die Farbe nachher, guckt mal, auch selbst das Pinselwasser verwende ich, weil es dreckig ist, weil das einen leichten Touch, Schwarztouch wieder drin hat und so weiter und so fort. Und das finde ich relativ wichtig. Und ihr habt gesehen, ich habe nur so ein bisschen verrührt. Nochmal auf den Weißleim. Den Weißleim, den ich mit reingemacht habe, wie gesagt, der lässt die Farbe relativ hell erscheinen und die Bäume zum Anfang auch. Wenn man sieht, wie ich mir die da hinlege, sind die ja nicht hellgrün, auf keinen Fall, aber die sind nicht sattgrün, nicht dunkelgrün, wie man sich im Wald das vorstellt. Aber der Weißleim trocknet ja an den Bäumen dann aus, hat den riesigen Vorteil, die werden stabiler, die werden fester, kann man schlechter was abbrechen später mal, wenn man es dann stehen hat, und wird farblos. Und wenn er farblos wird, kriegt die Farbe ihren eigentlichen Zustand wieder zurück, das heißt, es wird dunkel. Ja, irgendwo. Und das ist nett, das sieht gut aus. Und jetzt mache ich hier mal so ein bisschen, ja, mach mal 600 Bäume davon. Das ist Wahnsinn, aber es macht Spaß, ist eine schöne Arbeit, kannst du nebenher Fernsehen gucken, was weiß ich. Hier sehen wir es, die Bäume sind relativ hell, ja, und die sind ja noch nass. Und wenn das nachher trocken ist, man sieht es ja auch auf der Modellbahn, wo ich es auch aufgesetzt habe, oder hier schon ein bisschen, dann sind die trocken. Jetzt habe ich mich für drei Farben entschieden, die ich benötige, um die Stiele, weil die Bäume hatte ich ja getaucht, ihr habt es ja gesehen, die habe ich ja in das Näpfchen reingetaucht. Und habe mich jetzt für Farben entschieden. Ich glaube genau sogar nur zwei Stück. Also ein helleres Braun, ein dunkleres Braun. Und habe jetzt bei sämtlichen 600 oder wie auch immer wie viel Bäumen die Stämme bemalt. Und auch die Äste an der Seite. Das ist eine, ich sag's mal gut deutsch, eine Schweinearbeit. Aber es lohnt sich, weil es sind wirklich Bäume. Und ich fange da nicht an jetzt hier mit beflocken, wie das manche machen. Das ist auch eine schöne Sache, dass ich jetzt hier mit die aus Draht biege und mache. Nein, also wie gesagt, das gefällt mir erstens nicht besonders gut
Und mir sind die, wie soll ich mal sagen, die Beflockung, das heißt die Spur N, ich mache Spur N-Bäume, wer es bis jetzt nicht weiß, ist mir das zu grob. Ja, das sieht auch nicht wieder aus. Klar predige ich in meinen Videos von Train Dreams immer ja ein paar grobe Sachen mit reinmachen, damit es fürs Auge ist und so weiter und so fort. Aber die Bäume wirken ja irgendwo in der Masse. Und in der Masse würde das schlecht aussehen, wenn ich dann mit Beflockung oder mit Nadeln oder mit sowas bearbeite, die dann unterm Strich einen halben Meter lang wären, umgerechnet auf diesen kleinen Maßstab. Das bringt nichts. Deswegen fand ich diese Bäume hier eben wirklich schön, ja. Und habe dann eben immer versucht, die Farbe zu mischen, habe immer an das Hellbraune reingetunkt, dann habe ich mal in das Dunkelbraune, habe das damit bemalt. Ein paar Bäumchen, die mir besonders gut gefallen haben, habe ich übrigens gelassen. Da habe ich dann doch kleine Tannen draus gemacht. Wenn die jetzt auch immer noch die Ebenen so gerade haben, die werden zum Schluss durch, das ist das Gute an der Farbe mit dem Kleber drin, biege ich die alle komplett noch nach unten. Das heißt, die werden regelrecht noch geformt. Und das macht sich durch den Weißleim richtig, richtig gut. Daher, dass man die, das bleibt eben auch, weil ich zeige extra so, weil ich das mal so nach unten gezogen habe, wenn ich den Baum habe. Und dadurch hängen natürlich die Äste auch entsprechend so ein kleines bisschen runter. Und das sieht einfach nett aus. Ja, auch mit diesen Bäumen, die ich jetzt hier bemale im Schnelldurchgang, die werden alle nachher noch, weil im dritten Arbeitsgang, ich glaube, den habe ich nicht nochmal separat gezeigt, werden die alle noch gebogen, das heißt die Äste werden nach unten gebogen, das bricht auch nicht, da brauchen wir keine Angst zu haben, und bringen die in Form, und durch diesen Kleber hält die Form wirklich gut, das ist wirklich stabil, und da hast du tatsächlich viel, viel Unterschiede, weil jeder Baum, ich sage wirklich, jeder dieser Bäume sieht einfach anders aus, und das gefällt mir. Hier sehen wir es mal ganz, ganz hübsch, wie sie jetzt dastehen, und die Tannen jetzt hier hinten, ja die Kiefern oder Fichten, was ist das? Ich bin gerade ein bisschen, ich stehe im Wald. Und wie gesagt, und manche haben hier vorne so einen leichten Gelbtouch drin, das ist tatsächlich, wo die Farbe schlecht verrührt war und so weiter und so fort. Und das Ganze habe ich natürlich auch mit Laubbäumen gemacht. Guckt euch mal das quietschegrün von diesen Bäumen an, die man da original kauft. Die haben eine schöne Form, ohne Frage. Und werden natürlich auch in Form gebracht. Und dieses Hellgrün, das kannst du nicht machen. Das sieht sicherlich, das kannst du machen, wenn du jetzt sagst, ich habe keine hohen Ansprüche, ich will bloß da irgendwas bauen. Passt schon, kann man die Bäume reinpieken, fertig ist die Sache. Aber wenn man das Ganze ein bisschen in Diorama-Touch reinkriegen will, was ich ja hier gemacht habe, schaut euch die Lampe hier vorne an, die habe ich da auch komplett da verrosten lassen und wie auch immer. Die kleine Sitzgruppe da vorne aus dem 3D-Drucker und so weiter und so fort, das macht sich also richtig gut. Und da braucht man eben schon Bäume, die nicht bis unten hin mit Nadeln voll sind. Ja, das muss also entsprechend oben sein, damit das dann auch ein bisschen echt wirkt. Dicht bepflanzt, Unterholz reingemacht. Hier habe ich meine Büsche, die ich selbst wachsen lassen kann auf meiner Modellbahn. Da bringe ich auch mal ein separates Video zu, wurde ich auch gefragt, wie ich das mache. Und schaut es euch an, hier fährt die kleine Bahn, wie dunkel die Bäume jetzt sind. Ich finde, das ist ein hübsches Bild, das kann man so stehen lassen. Die Büsche, wie gesagt, eine andere Geschichte, da komme ich mal in einem separaten Video zu noch. Und aber die Bäume, die ich jetzt hier gebaut habe, wonach ich gefragt wurde, ich denke mal, das kann man so lassen, das sieht nett aus. Die Unterholz, wie gesagt, alles schön gemacht. Und ich finde es hübsch. Macht's schön gut. Bis zum nächsten Video, euer Uli. Ciao.